Christoph, mach mal was Witziges. Irgendwas Witziges. Mach mal. Ich? Ja. Du, ich bin schon auf der Bühne nicht lustig und da fragst du ausgerechnet den, der Backstage. Also Backstage bin ich schon, da hast du exaktement den Falschen erwischt. Warum dürfen wir eigentlich nichts machen für einen Teaser? Da er, super lustig. Aber hier? Nee. Egal, gleich wird's super. Viel Spaß. Bei Puff Puffs Happy Hour. Dankeschön. Da sage ich Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. 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 Herzlich willkommen zu einem weiteren Spaßabend hier in der Kulturbrauerei bei Puff Puffs Happy Hour. Hallo! Yeah! Ah! Sehr schön, danke Ihnen. Freundlich, 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 sehr nett, Mitgefühl, Empathie, freundlich, toll, toll. Wobei, wir kommen ja wirklich gesellschaftlich, kommen wir wirklich immer besser miteinander aus. Es wird viel gemacht dafür, dass wir besser miteinander zurechtkommen. Ne, ist ja, seit dem 6. Januar haben wir ja auch das Entgelttransparenzgesetz. Ne? Kurz Und jetzt dürfen Sie als Frau erfahren, was der Mann im Job gegebenenfalls mehr verdient als Sie. Offiziell dürfen Sie jetzt erfahren. Ne? Also gut, es dürfte auch ein Mann, aber ich meine, das kommt ja. Also Sie dürfen als Frau jetzt nachfragen. Und das finde ich viel. Keine Sorge an die Unternehmer da draußen, sie brauchen keinen Schweiß auf der Stirn zu kriegen, weil dieses Gesetz gilt nur für Firmen, die mehr als 200 Angestellte haben. Ah, so super. Oder? Macht der Mittelstand, macht einfach schön bei 199 Schluss, ja? Und sagt dann so, das war's. Oder wir gründen eine Tochtergesellschaft und die macht wieder bis 199. Also insofern, Sie können noch die Klappe halten. Noch besser ist es also, wenn Ihr Unternehmen aus Versehen über 200 haben sollte, Sie müssen dann auch nichts direkt verraten. Sie müssen im Grunde genommen nur das Gehalt verraten, wenn Sie 6 Arbeitnehmer haben, die den gleichen Job machen. Ja? Die müssen untereinander austauschbar sein. Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Nein, die müssen, also wenn einer Ihren Job übernimmt, ohne dass es auffällt, dann ist das ein gleicher Job. Aber das ist ja auch einfach, brauchen Sie nur beim Jobprofil hier bei Xing oder sonst was, müssen Sie irgendeine Spezifikation reinschreiben, die sonst irgendwie keiner hat. Und dann haben Sie das Problem auch schon wieder beseitigt. Sollte das dann trotzdem immer noch passieren, dann ist es auch, also dass man wirklich diese Anfrage stellt, ich möchte jetzt erfahren, was der Kollege verdient, dann müssen Sie nicht das Gehalt selbst verraten als Arbeitgeber. Das ist ideal. Sie müssen nicht das Gehalt verraten, sondern Sie müssen nur das Mittel verraten, also den Mittelwert. Also alle, was Ihre Kollegen irgendwie verdienen, davon den Mittelwert und dieser Mittelwert wird Ihnen verraten. Also wenn Sie einen Mann in der Abteilung haben und viele Frauen, ja, dann können Sie den immer noch bevorzugen, weil es fällt überhaupt nicht auf. Das ist doch ideal. Also das Enttransparenz ist wirklich, ich höre mich an wie so ein äthiopischer Einheimischer. Ne? Also das ist das Schöne, ne? Also in Deutschland ist das so, die Gleichberechtigung, wir müssen es nur einmal laut aussprechen und so tun, als hätten wir was Neues. Und was kommt dabei raus? Ha, nix, nix. Und wir regen uns nicht auf, wir regen uns nicht auf. Nein, wir warten ein bisschen und dann ist egal. Wie bei MeToo, MeToo ist ja im Grunde genommen ist ja auch durch. Ist ja nicht mehr, also das war, da wurde so ein bisschen gefummelt und jetzt sagen wir, ja, das war schon. Ne? Und das reicht, das reicht. Wobei ich auch hier sagen muss, die Diskussion, die hatte eine gewisse Schieflage. Muss man ja auch mal sagen. Ich finde, doch, kann man jetzt schon kritisch drüber reden? Doch, ich finde, man kann kritisch. Weil man muss ja schon sagen, erst durch den Sexismus ist ja Emanzipation entstanden. Verstehen Sie? Also eigentlich erst durch die Folgen des Hochbumsens sind die Frauen in Position gekommen, wo sie eigentlich gar nicht hätten sein sollen. Dadurch, ja, aber pass auf, dadurch hat der Mann gemerkt, ach guck mal, die tut da gar nicht weh, hat sie gelassen und sowas gleichberechtigt. Das ist im Grunde genommen der Gang der Gleichberechtigung. Und wenn wir schon über Gleichberechtigung reden, dann möchte ich aber auch mal wirklich über Gleichberechtigung reden. Mal ganz ehrlich, wo ist denn da die Gleichberechtigung? Wo kann ich mich als Mann denn hochschlafen? Wo kann ich das denn? Ich kann das, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, ich würde es sofort tun, keine Sorge, ich mache also ohne Scheiß, sofort. Für einen besseren Job mache ich sofort lieber, ich mache sogar für einen schlechteren Job für dich doch, also natürlich. Ja, ich würde doch sogar für Sex bezahlen, gut, die meisten machen das eh, aber wir Männer, wir würden doch für Sex bezahlen.
Ja? Wir würden sogar Sex haben, wenn der andere es nicht will. So hoch ist die Motivation. Ja, da kann man auch mal Danke sagen. Ne? Und dann, Moment, es geht doch noch weiter. Und dann muss man auch mal ehrlich sein. Und ich bitte Sie, kommen Sie mit auf diese Reise. Ich bitte Sie. Wenn eine Frau einen Job nur für Sex bekommt, dann ist das ja wohl vollkommen in Ordnung, dass der dann ein bisschen geringer bezahlt wird. Na, kommen Sie, der Kosten-Nutzen-Aufwand ist ein ganz anderer. Für mich als Mann, ich muss karrieregeil, ehrgeizig, mit Ellenbogen, muss ich mir das Quäntchen Affenfelsen ja erkämpfen. Was macht die Frau? Fertig. Muss man auch mal sagen. Na, muss man auch mal sagen. Na, ich bitte Sie, es ist doch kein Machtmissbrauch des Mannes, um Gottes Willen. Nein, wir müssen mal feststellen, die Frau hat Mittel, die mir als Mann überhaupt nicht zur Verfügung stehen. So, und wenn Sie sich jetzt aufregen, mein Gott, dann regen Sie sich halt auf. Sie können mir auch gerne einen Brief schreiben. Sie können auch der Redaktion einen Brief schreiben. Sie können sich beschweren. Sie können mich auch anzeigen. Wissen Sie, was das Schöne ist? Wir warten einfach 2-3 Wochen, dann ist das wieder egal. Weil so ist Gleichberechtigung in unserem Land. Eigentlich ist es uns scheißegal. Jedenfalls uns Männern. Das Schönste am Entgelttransparenzgesetz ist, wissen Sie was? Sollten Sie diese Anfrage stellen, ja? Und es kommt tatsächlich raus, dass Ihr Kollege mehr verdient als Sie. Wissen Sie, was dann passiert? Nix! Es gibt nämlich nur eine Auskunftspflicht, aber keine Änderungspflicht. Das habt ihr Mädels ja gut hingekriegt. Jetzt kriegt ihr immer noch weniger Geld und hochbumsen könnt ihr euch nicht mehr, ne? Naja, viel Spaß beim Weiterkämpfen. Dankeschön. Naja, ich muss Ihnen sagen, es wird ganz viele Zuschriften geben. Es wäre so einfach, einfach mal Gleichberechtigung zu leben, aber wir kriegen es nicht hin. Deshalb kämpfen wir hier vorne weiter für Recht und Frauen. Und einer der wirklich begnadetsten Kämpfer bei diesem, eigentlich ist Kampf nicht das richtige Wort, in diesem philosophischen Gebettel, wie man es heute neudeutsch sagt, ist der nun folgende Künstler. Wir kennen uns schon gefühlt seit 120 Jahren. Das ist aber auch gut. Wir haben immer bereichernde Gespräche. Er ist wirklich einer der ganz, ganz großen, textlich ein Monster. Ich sage auch gerne, er ist der Godzilla unter den Philosophen. Hier ist für Sie Christoph Sieber. Hallo. Ja. Puffpaff, was ist los? Ganz schön linksversifft hier, die Veranstaltung, oder? Ist ja auch ein bisschen das Gefühl, oder? Das ist alles, da hat der Dobrindt völlig recht. Wir sind zu nach links gerückt in diesem Land. Puffi, hä? Ist alles hier, das ist der linke Mainstream, hat abgewirtschaftet. Da hat der Dobrindt recht. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben viel zu viel, wir müssen uns auch, was passiert ist in den letzten Jahren, das müssen wir uns doch mal vor Augen führen. Wir sind nach links, Angela Merkel vorweg, die rote Angie. Ja? Die Rosa Luxemburg, der Uckermark, wie wir sie nennen. Wie sie da durchgegriffen hat in diesem Land. Wie sie höchstpersönlich Sarah Wagenknecht als Chefin der Deutschen Bank durchgesetzt hat. Das ist doch schrecklich, was bei uns passiert ist. Ja, die Reichen werden doch geschröpft bei uns. Es ist doch nicht mehr auszuhalten. Die Vermögenssteuer eingeführt und hochgesetzt bis zum geht nicht mehr. Erbschaftssteuer. Es soll ja demnächst so weit sein, Leute, dass die zu viel haben, für die bezahlen sollen, die zu wenig haben. Das ist doch Kommunismus hier, oder? Das ist doch nicht mehr auszuhalten bei uns, was los ist. Auch dass das linke Gesocks auf den Straßen, du kriegst es ja nicht mehr weg. AfD, Identitäre, Pegida, wie sie mit ihren Che Guevara-T-Shirts da rumlaufen, wie es durch Dresden schallt, ho, ho, Ho Chi Minh, es ist doch nicht mehr auszuhalten, oder? Was bei uns los ist. Es ist schlimm, wie da linke Gutmenschen Asylantenheime anzünden, dass die Menschen endlich mal die Wärme erleben, die sie zu Hause in ihrer Heimat nie hatten. Das ist bei uns los. Ja, auch hier das linksversiffte Fernsehen, da geht es doch gerade weiter. Hier Klaus Kleber, die linke Socke. Wie er jeden Abend da seine kommunistischen Ideen über den Äther krawallen darf, das ist doch nicht auszuhalten. Ich meine, natürlich hat der Dobrindt recht, man muss es ja sagen, die Alt-68er haben natürlich abgewirtschaftet, aber doch nicht, weil sie links waren oder links sind, sondern weil sie die Ideale verraten haben. Das ist das Problem, dass sie mitgemacht haben bei diesem neoliberalen Scheiß. Sie haben mitgemacht.
Sie haben es grundsätzlich mitgetragen. Weniger Steuern, weniger Staat, mehr Ungerechtigkeit. Und das fällt Ihnen jetzt vor die Füße. Und zu Recht, muss man sagen. Das ist das. Ja. Entschuldigung. Der geht schon wieder auf. Nein. Wir werden uns an einen Gedanken gewöhnen müssen. Und das wird nicht ausgesprochen, dass Armut gewollt ist in diesem Land. Weil sie dazu führt, dass der mündige Bürger zum Bittsteller degradiert wird. Das macht ihn leichter regierbar und leichter manipulierbar. Sie ist gewollt, die Armut. Und dann lässt man die Kleinen sich die Augen aushacken und die Mächtigen lachen sich ins Fäustchen, weil sie weitermachen können wie bisher. Das ist das Prinzip. Hat schon immer funktioniert und funktioniert jetzt auch wieder. Und oh ja. Der Kampf, der stattfindet, ist doch nicht rechts gegen links in diesem Land. Er ist oben gegen unten, Leute. Wer ist denn der Schuldige? Der Muslim ist schuld. Da hat man Schuldigen wieder gefunden. Der Muslim. Wobei man da differenziert ist. Der reiche Muslim ist ja gar nicht das Problem. Der läuft voll verschleiert durch München und kauft die Juweliere leer. Na, heißt grüß Gott, Frau Platin-Card. Ja, arm und Muslim, das ist die Platin-Arsch-Card. Da hast du verschissen. Das ist das Problem am Ende. Und das Einzige, was dann wirklich funktioniert, ist, dass Armut nicht bekämpft wird, sondern dass sie verachtet wird. Und wie macht man das? Mit sehr viel Steen und mit sehr viel Ignoranz. Und ich sag nur, Olli, lass jucken, Alter. Verdrängen, vergessen, verleugnen, das geht auch. Don't worry, be happy, lass die Sorgen sein. Sei fröhlich, haben andere Sorgen auch. Auf die Choreografie bin ich sehr stolz, Freunde, übrigens. Nur, dass das auch noch beachtet wird nebenher, ja? Liebe Freunde, auch hier in Berlin, liebe Freunde, es ist doch so einfach, das kleine Glück. Warum nicht mal unter der Woche nach Monte Carlo fliegen? Und dann abends auf der Yacht im Sonnenuntergang ein Glas Champagner? Es ist doch nicht so kompliziert. Warum nicht mal übers Wochenende rausfahren im Cabriolet nach Paris und spontan im Ritz übernachten und dann morgens auf den Champs-Élysées ein Café für 15 Euro? Das kleine Glück, es ist doch gar nicht so teuer. Auch ihr, die unten in der Gesellschaft lebt. Oder ihr müsst es nur machen, ihr Idioten. Nehmt das Glück bei der Hand und dann auf glühenden Kohlen durchs Leben. Atemlos durch die Nacht. Und dann machst du was ganz Verrücktes. Dann lässt du dir Strähnchen machen. Und dann kaufst deinem Mann bei Chiba eine coole Lederjacke. Und dann geht's nochmal ab. 2 Scheiben Gelbwurst zum Frühstück. Du darfst. Und dann abends auf der Terrasse sitzen. Das kennt ihr hier in Berlin doch auch, oder? Wie du da auf der Dachterrasse sitzt in Kreuzberg. Ja? Und dann einfach mal so was ganz Einfaches zum Abendbrot. Das geht ja auch mal. So ein Carpaccio vom Hand aufgezogenen Büffelhoden. Und oben drüber dieses Meersalzschäumchen. Kennt ihr dieses Meersalzschäumchen? Von Johann Lafer kreiert. Da hat er vom Bart von Horst Lichter so ein bisschen rausgezuppelt und oben drüber gestreuselt. Schmeckt nach nichts, aber das ganz wunderbar. Ich bin heiter. Heiter bin ich heiter. Eure Armut kotzt mich an. Strengt euch doch ein wenig an. Holderie und Holdera, Holderie und Holderei. Stört dich der Weltenlauf, der Weltenwidersinn, dann schau einfach nicht hin. Verdrängen, vergessen, verleugnen, das geht auch. Ist gleich vorbei, keine Angst. Don't worry, be happy, lass die Sorgen sein. Oh, lass sie sein, yeah. Der nächste Schlagerstar, Christoph Siebert! Das Schlimme ist, das ist wirklich gut. Wahnsinn. Weiter geht's hier. Wir zupfen das nächste Blümchen aus unserem Spaßstrauß. Ich bin sofort so ein Dieter Thomas Heck-Modus. Hallo Berlin! Es antwortet ein Echo. Es ist jetzt ein Künstler auf der Bühne. Ich nenne ihn gerne so eine Art Überraschungsei. Das wunderbare Humor funktioniert am besten, wenn er komplett überrascht. Und was jetzt kommt, ich habe keine Ahnung. Aber eins weiß ich, es wird genial. Für Sie, Reinhard Grebe!
Abendland, Bibel, Morgenland, Koran. Abendland, Hut, Morgenland, Turban. Morgenland, das ist für mich Konstantinopel. Abendland, Worms. Abendland, das ist für mich Europa, aber nicht die EU. Morgenland, Skorpion im Schnabelschuh. Morgenland, Couscous Royal, Abendland, Grünkohl mit Bregenwurst. Morgenland, Sesam, öffne dich, Abendland, Schlüsseldienst. Im Abendland, da thront die Lorelei. Im Morgenland wohnt die Katzenfrau Ahavzi. Das Abendland ist schon so oft untergegangen, warum geht es immer wieder auf? Morgenland, kleiner Muck von den Gebrüdern Hauf. Morgenland, Abendland, schön, wenn man sich da auskennt. Da fliegt ein Teppich mit einem Eunuch. Das ist da unten ganz normal. Der Eunuch fliegt zum Besuch oder zum Bazar oder zum TÜV. In ein Teppich geschifft. Morgenland, Burka, darunter heiße Lingerie. Abendland, Casual. Morgenland ist die Frau ein Mensch zweiter Klasse. Im Abendland stehen wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Väter des Grundgesetzes haben ein gutes Grundgesetz gemacht, auf das wir alle stolz sein können. Die Mütter des Grundgesetzes haben den Vätern des Grundgesetzes den Rücken freigehalten. Damit die Väter des Grundgesetzes ein gutes Grundgesetz machen, auf dessen Boden wir alle stehen können. Auch die Mütter des Grundgesetzes. Und wenn die Mütter des Grundgesetzes die Väter des Grundgesetzes gefragt haben, ob sie ein eigenes Konto öffnen dürfen, dann haben die Väter des Grundgesetzes den Müttern des Grundgesetzes gesagt, Marianne, gut, dass du fragst. So steht es auch im Grundgesetz. Abendland singt man Weihnachtslieder vom Blatt, weil der Abendlanzer viel vergessen hat. Abendland, das ist für mich Goethe. Morgenland, eben, da sehe ich halt nichts Vergleichbares zurzeit. Morgenland, der Türke stand vor Wien, das habe ich ihm bis heute nicht verziehen. Morgenland, Abendland, schön, wenn man sich da auskennt. Wer fliegt da auf dem Kelim nach Byzanz? Das wird wohl einer sein, der felsenfest glaubt an die Existenz des Morgenlands. Ich unterhielt mich mal auf Umgangsarabisch und fand mich wundervoll. Flachdach heißt ich, steh auf dich, Baby, und krach, ich find das lol. Vielen Dank. Ja. Es gibt keinen wie ihn. Reinhard Grebe! Und ich sage Ihnen eins, macht Spaß, oder? Oder? Macht Spaß! Macht Spaß! Ich finde das super. Ich finde das wirklich. Ne, das ist alles Kabarett, das ist alles cool. Da draußen geht es mir. Super. Und viele sagen ja, die sind ja so alt, die da arbeiten. Ne, es kommen auch junge nach. Und jetzt kommt eins der größten Talente. Und das Schöne ist, wir werden ja immer älter. Ich glaube, Sie werden wir die nächsten 140 Jahre noch mit begleiten. Gut, ich jetzt nicht, du vielleicht. Aber freu dich drauf. Denn sie ist wunderbar. Sie hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ich würde selbst einen Preis erfinden, damit sie ihn gewinnen kann. Hier ist für Sie Hazel Brugger. Applaus.
Dankeschön. Vielen Dank. Guten Abend, Berlin. Das muss man so machen, dass die Stimmung, aber jetzt ist schon abgebrochen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Also nicht jetzt unbedingt Berlin, das finde ich okay. Ich finde so, Sie finden es, glaube ich, auch einfach okay. Das ist so, Ihr Gesicht sagt das, aber ich weiß auch nicht, vielleicht sind Sie einfach schon so lange in Berlin, dass Sie so aussehen. Das ist dieser Berlin-Look, wo man nicht weiß, ist das noch Attitüde oder schon eine klinische Depression. Für Sie ist das Heimat. Ich respektiere das. Ich respektiere das, dass das Ihre Heimat ist. Heimat ist ja der Ort, wo die Leute herkommen, die man im Urlaub nicht sehen will. Ich selber würde es, glaube ich, in Berlin nicht aushalten. Ist mir zu hip. Ich möchte lieber so Spandau. Da fühle ich mich eher. Also ich mag das, wenn man, weil wenn man in einer Weltstadt lebt und das Leben ist immer noch scheiße, dann ist man ja selber schuld. Und wenn man an einem langweiligen Ort lebt und das Leben ist nicht so gut, dann kann man sagen, ja gut, also wenn ich in Berlin leben würde, dann wäre das alles ganz anders. Und wenn man in Spandau lebt zum Beispiel, stelle ich mir vor, ist auch der Kosmos viel verzauberter, also dann ist alles viel aufregender, was außerhalb von der Heimat passiert, dann ist es leichter, Urlaube zu planen, dann sagt man, Schatz, wohin gehen wir denn in die Flitterwochen? Nach Magdeburg. Ich bin jetzt von Zürich nach Köln gezogen vor 2 Jahren, also falls die Steuerbehörde zuschaut, ich wohne weiterhin ausschließlich in der Schweiz, aber es war sehr interessant. Ich bin dann in Köln relativ gut aufgenommen worden. Also ich glaube, ich verstehe die Kölner eigentlich nicht. Sie singen entweder oder sie lallen. Aber was ihnen ganz wichtig war, waren 2 Dinge. Und zwar erstens, dass ich Köln super finde und zweitens Düsseldorf kacke. Und ich habe überhaupt keine Meinung zu Düsseldorf. Also es ist mir total egal. Ich verstehe auch immer diese Rivalitäten nicht. Das ist immer, wenn man so an einen neuen Ort hingeht und dann die ganzen lokalen Knorksen schon irgendwie verstehen sollte. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also Düsseldorf, Köln, ich komme aus der Schweiz. Für mich ist das beides dritte Welt. Und schön, dass Sie noch klatschen können hier in der 5. Welt. Aber auf jeden Fall, Ich weiß sowieso nicht, warum man zu allem eine Meinung haben muss. Also man muss zu jedem Ort, den man besucht, eine Meinung haben. Zu jedem Produkt, das man kauft. Ich habe zu den wenigsten Dingen überhaupt eine Meinung. Wenn ich mir zum Beispiel ein Bahnticket kaufe, die Deutsche Bahn kann es dann nicht einfach damit belassen, dass ich jetzt dieses Ticket gekauft habe. Also wenn ich von Zürich nach Köln fahre, mir ein Ticket kaufe, online natürlich, weil ich gehe sicher nicht an den Schalter und interagiere dann dort mit einer Person, die sich dazu entschlossen hat, ihr Leben beim Schalter der Deutschen Bahn zu verbringen. Aber wenn ich mir ein Ticket kaufe von Zürich nach Köln, dann erwarte ich eigentlich nichts von dieser Zugfahrt. Und die Deutsche Bahn belästigt mich dann trotzdem noch weiterhin. Also man ist nicht mehr einfach nur Kunde, während man was kauft, sondern durch das Internet hört der Konsumprozess nie auf. Man ist dann immer weiter Kunde. Also man kauft sich dann was und dann ist man noch Teil einer Community, muss sich einen Membership-Namen ausdenken, ein Membership-Passwort. Die ersten 3 Mal ist man dann so total nervös. So, was? Sonderzeichen sind nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Oh mein Gott. Und ab dem 4. Passwort denkt man sich dann so, ah, fuck it, Hazel, Hazel, 1, 2, 3. Wehe, Sie probieren das. Und man hört dann nie auf, Kunde zu sein. Und ich habe keine Erwartungen an eine Bahnfahrt. Man muss ja eine Meinung entwickeln können, wenn man eine Erwartung hat. Also man kann keine Meinung haben, wenn man keine Erwartung hatte. Ich erwarte, wenn ich von Zürich nach Köln fahre, dass ich irgendwo in der Nähe von Zürich einsteige. Maximal Schritttempo. Schneller kann ich nicht laufen, sorry. Deswegen brauche ich ja den Scheißzug. Und dann in einer ähnlichen Jahreszeit, nicht in derselben Jahreszeit, in einer ähnlichen Jahreszeit, damit ich meinen Fashion Sense während der Reise nicht komplett überdenken muss, in der Nähe von Köln zwischen Warschau und Bilbao genügt, aussteigen und nicht AIDS haben. So, das ist das, was ich erwarte. Und ich erwarte nicht mal, dass ich am Schluss nicht AIDS habe, wenn ich am Anfang, als ich eingestiegen bin, schon AIDS hatte. Also ich erwarte keinen Verbesserungszustand von meinem Gesundheitsdasein. Ich erwarte einfach keine drastische Verschlechterung von meinem Autoimmunsystem. Und das versteht die Deutsche Bahn einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt darauf verzichtet. Ich wollte eigentlich dann am Schluss noch so eine kleine Kritik zu meinem Auftritt vorlesen, dass Sie wissen, wie Sie es finden sollen. Aber ich denke mir, Sie können das ja einfach online nachschlagen und dann sehen Sie schon, wie Sie das zu finden haben. Vielen Dank. Willkommen zum nächsten Newcomer des heutigen Abends. Es ist sein 2. Auftritt. Er ist sehr nervös. Er hat noch nie im Fernsehen gestanden. Und wir hoffen, dass er ist medikamentös sehr gut eingestellt.
Hoffentlich schafft das unser Jungspund. Hier ist für Sie Michael Mittermeier. Dankeschön. Danke. No, servus. Dankeschön. Danke, Bascho. Es ist schön, Menschen, die gut drauf sind. Es wird so viel rumgenölt. Wir haben immer noch keine Regierung. Ich sag ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf, oder? Ist irgendwas schlechter gelaufen, seitdem wir keine Regierung mehr haben? Nein. Und für mich ist eh schön, dass ich heute Abend hier bin. Fremde Menschen, ja, nicht daheim, das ist gut. Nein, im Moment bin ich Humoraussätziger daheim. Meine Tochter ist 10 und egal, was ich sage, immer so, haha, Papa, sehr witzig. Da sagt der Zahnarzt, gut, wenn die Tochter sagt, haha, sehr witzig, Papa, scheißegal. Aber als Komiker, wenn du das 10-mal am Tag hörst, du hast kein Vertrauen mehr. Deswegen habe ich lieber fremdes Publikum wie eine geliebte Tochter als Publikum. Nein, es ist, ich kann sagen, was ich will. Weißt du, ich habe letztes Mal sitze ich in der Küche, ich esse den Käsekuchen auf. Meine Tochter kommt rein, wir haben den Käsekuchen aufgegessen. Ich so, der Heilige Geist war's. Haha, sehr witzig. Weißt du, die schaut auf mich, eine 10-Jährige, weißt du, die nicht mal weiß, dass der Vorname von Goethe nicht Fuck you ist. Und ich hab's auch nicht als Witz gesagt, der Heilige Geist. So wurde das in Bayern früher gesagt, weißt du, wie das hier in Berlin war. Früher, wenn, als Kind, wenn was für Kinderohren nicht bestimmt war, irgendwas war passiert, wer war das? Der Heilige Geist war's. Immer. Ein uneheliches Kind war unterwegs, der Heilige Geist war's. Immer. Ich hatte als Kind mal eine Zeit, da dachte ich so, boah, das ist ein geiler Beruf. Der Heilige Geist, ist der größte Stecher im ganzen Landkreis. Der hat sie alle gepoppt. Der hat sie alle durchgemacht. Ha? Die heilige Dreifaltigkeit. Oder in der Fachsprache, Three Shades of God. Ja. Yeah. Läuft jetzt an? Jetzt? Oder ist angelaufen? Kurz vorm Valentinstag, 50 Shades of Grey, Teil 3, befreite Lust. Oh, das klang sehr befreit. Wuhu! Wenn ich zu meiner Frau sage, du, wir gehen am Valentinstag in 50 Shades of Grey, dann fesselt die mich, macht die Tür zu, schmeißt den Schlüssel weg, geht raus, befreie dich selber, du Sack. Ich meine, Entschuldigung. 50 Shades of Grey. Der Film zur MeToo-Debatte, oder? Der Hausfrauenbefeuchter unter den Filmen. Man muss ja auch mal. Nein, wer hat das Buch gelesen? Komm, Mädels, jetzt Hand hoch. Wer hat das Buch gelesen? Den ersten Teil damals. Ihr Lügenbeutel, das müssen mehr sein. Gefühlt sind damals alle Frauen rumgelaufen. Mein Gott, 50 Shades of Grey, mein Gott. Oh, der hat Handschellen. Wellnessfesseln. Entschuldigung, das ist sowas von unrealistisch. Wenn euer Mann wirklich nach Hause käme und sagt, Baby, ich habe mir beim Obi Handschellen gekauft, dann sprichst du nicht ins Bett, sondern aus dem Fenster. Entschuldigung. Aber der 50 Grey, mein Gott, der 50 Grey, der sah so gut aus, der 50 Grey, der 50 Grey. Keine Ahnung, der Bruder vom 50 Cent. Ne? Oh mein Gott, der 50 Grey. Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich habe versucht, den Film anzuschauen. Lief vor einiger Zeit im Free TV, im befreiten Fernsehen. Ich saß da, Packung Chips, Look and Learn. Wer hat den ersten Teil gesehen von den Mädels? Er sah schon gut aus, oder? Man hat 50 Euro Cent, er sah schon sehr gut aus, oder? Oh mein Gott, er war so, dieser Milliardär mit seiner dunklen SM-Seite. Aber so zart, weißt du, es war so zart, wie einer aus der Nivea-Werbung. Weißt du, was ein Jogi Löw vor 20 Jahren, so ein Sado-Löwi. Der 50. Und sie, ne? 21, Studentin, 21, bildhübsche Frau, Jungfrau. Ja, wie das so ist heutzutage. Wenn eine 21 ist und geil ausschaut, ist sie Jungfrau. Ja, wer will was von der wollen? Die ganzen Burschen sind auf Pokémon und Wildschweinjagd. Hallo? Und sie war total naiv. Oh mein Gott, du hast Handschellen, du bist aber toll auf Einbrecher vorbereitet. Ich habe weggezappt. Mein Hirn konnte das nicht verarbeiten. Dann habe ich nach einer Stunde gedacht, ich gebe dem Film noch eine Chance, ich zapp wieder rein. Und in dieser Stunde muss wohl irgendetwas passiert gewesen sein. Den Hintern versohlt? Hat er den Hintern? Ich zappe in die Stelle, wo er sich hier gerade offenbart, warum er so geworden ist, wer geworden ist. Und dann sagt er zu ihr, original,
Ich kann nichts dafür, dass ich so geworden bin. Damals, als ich 15 Jahre alt war, hat mich die beste Freundin meiner Mutter verführt und hat mich jahrelang als Sexsklaven gehalten. Hey, ich habe in meinem Leben vielen Frauen viel Scheiße erzählt, aber dafür kommst du in die Hölle, Alter! Bitte! Und habt ihr bemerkt, wie ruhig es wurde an dieser Stelle? Totenstille! Oh, meine 15 beste Freunde der Mutter verführt als Sexsklaven. Die eine Hälfte der Burschen saß drin, Strike, Hauptgewinn, Strike. Und die andere Hälfte, nein, nicht die beste Freundin meiner Mutter. Kriegst du nicht mal auf Frauentausch gehandelt. Und jetzt kommt Teil 3 ins Kino. Ich weiß nicht mehr, was in Teil 2 passiert ist. Ja? Hab den Trailer von Teil 3 gesehen. Die heiraten am Anfang. Wie man das so macht bei SM-Filmen. Oder Marry the Bitch. Yeah! Und im Trailer, schöne Szene, sie kniet nackt vor ihm. Er steht da mit einer Reitpeitsche, hebt ihr das Kinn hoch und sagt, du willst also spielen. Und sie, ja, Sir, das ist gelebte CSU. Dankeschön. Vielen Dank. Servus. Der einzig wahre, wunderbare Michael Wiedemeyer. Ach, schön. Schön. Also das macht richtig Spaß, oder? Also wenn man sieht, das alles... Da, Carmen Nebel, nimm das. Das ist geil. Ich bin ein bisschen traurig, weil wir müssen uns ja eingestehen, ich meine, wir laufen auf Dreisat. Also nein, nicht so verstehen. Nein, ich meine, es ist halt schade, weil da die öffentlich-rechtlichen Sender, die gehen ja vor die Hunde, also die sterben aus. Ne, dank Netflix, Amazon Prime und was auch sonst. Die gibt es, also im Grunde genommen sind das Dinosaurier. Irgendwann gibt es das hier alles nicht mehr. Ja, und das ist ja auch für mich, weil ich habe ja einen Kostenapparat, der muss ja bedient werden. Und da habe ich mir überlegt, jetzt musst du auch langsam mal, musst du dir überlegen, wo kommt denn die Kohle her? Ja, habe ich mir überlegt, ja. Und da hatte ich jetzt eine Idee. So, und ich würde das ganz gerne Ihnen mal vorstellen. Meine Idee würde ich Ihnen gerne, wir machen so ein bisschen Höhle der Löwen, ja. Ich würde Ihnen gerne meine neue Idee, um an Kohle dran zu kommen, die würde ich Ihnen gerne vorstellen. Wichtig, bitte, wichtig, seien Sie offen und hören Sie sich erstmal bis zum Schluss an. Okay? Also, es gibt doch diese Taschen aus anderen Materialien. Wissen Sie, also im Grunde genommen Taschen aus Taschenmaterial, was eigentlich kein Taschenmaterial ist. Also LKW-Plan zum Beispiel, Taschen aus LKW-Plan. Ne? Kennen Sie nicht? Ist egal. Auf jeden Fall gibt's. Dann gibt's auch aus PET-Flaschen irgendwie Taschen, aus Feuerwehrschläuchen, aus Turnmatten. Es gibt selbst aus Krokodilen soll's Taschen geben. Also es gibt so, und ich hatte jetzt eine neue, und die muss ich Ihnen zeigen. Sie werden begeistert sein, und zwar habe ich ein ganz neues Material, und das ist nicht nur frech, sondern auch sexy zugleich. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache Handtaschen aus Schwimmwesten. Oder? Es ist 3. Okay, also wenn, dann müssen wir sie was teurer machen, weil sonst kommt das ja mit der... Nee, aber ich dachte mir, ja, weil Schwimmwesten sind doch... Ich merke das, ne? Sie sind verhalten, weil Schwimmwesten stehen ja mittlerweile für was. Ne? Und das ist jetzt, sage ich mal, nicht wie Coca-Cola, Fanta, Lifestyle, you, Sprite, sondern das muss, aber, also man kann sagen, Schwimmwesten sind ein Inbegriff. Und ich picke mir aber das Innen raus, also fashionable. Verstehen Sie? Okay, wir müssen weiterarbeiten. Also, ja, ich habe mir überlegt, ich mache Taschen aus Schwimmwesten, aber mit, ja, Moment, noch nicht. Hören Sie sich bis zum Schluss an. Die Idee ist fragwürdig, aber nicht mit Flaschen schmeißen. Nein, was ich mir überlegt habe, dass wenn wir die Schwimmwesten dann, die können wir ja auch noch mit einem guten Zweck dahinter verkaufen. Wissen Sie, Sie kaufen so eine Tasche und dann wäre ich bereit, ein Drittel des Erlöses, den stecken wir dann einfach in eine Stiftung.
Ja? Und die Stiftung wäre natürlich nicht in Deutschland. Ich würde ich nenne das gerne Offshore, also ich würde die Stiftung was weiter weg bauen, also da, wo die Reichen Urlaub machen. Da würde ich die Stiftung hinbauen, ich habe es gern warm. Und da in der Stiftung würde das Geld, was Sie bezahlen, also ein Drittel davon, nicht alles, weil ich brauche ja auch was und ich wohne neben der Stiftung, also Offshore, ohne Steuern. Auf jeden Fall würde die Stiftung dann wieder zurück 10% dessen, was Sie gezahlt haben, zurücküberweisen zur Rettung Schiffbrüchiger. Das ist ja eine Spende, kann ich absetzen? Super, und das ist ja ideal, weil Sie tun was für Ihr Gewissen, ja, es wird gleichzeitig, wird ja Menschen geholfen, ja, also jedenfalls kann man sich das einreden und ich verdiene sehr viel Geld. Was halten Sie von der Idee? Oder? Aber dann machen wir ja wenigstens was und gucken Sie sich mal die Schwimmwesten an, da kann man ja, wenn Sie sich hier, das ist so das Modell Oldschool, ne, das ist so, das kennen wir so, Leonardo DiCaprio hätte gerne das Ding am Schluss bei der Tür gehabt, aber hatte er nicht. Und ich finde hier, wenn Sie sich das so angucken, da kannst du eine Golftasche draus machen, nicht wahr? Oder eine Tennistasche oder was du halt für einen Innensport gerade spielst und dann machst du das, ne? Oder hier, das finde ich übrigens auch super, gucken Sie mal, hier, das ist geil, eine Kinderschwimmweste. Super, da können Sie eine Klatsch draus machen oder eine Handyhülle. Und wissen Sie, dass das Coole ist? Die Schwimmwesten, ich habe die alle nicht gekauft, weil ich habe eine schier unerschöpfliche Quelle an Rohstoffen. Ich kenne einen Griechen und der wohnt auf einer Insel. Und da gibt es da gibt es so eine Bucht und da muss die Strömung günstig sein. Und da werden die umsonst angeschwemmt. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ist ja auch egal. Wenn Sie Rohstoffe haben, reicht das. Auf jeden Fall, da werden die angeschwemmt und dann können Sie daraus, und der kennt auch jemanden aus einer Textilfirma, also der kann das auch kostengünstig, das heißt, geringe Transportkosten, ja, weil ist ja direkt nebenan und Grieche kriegt auch nichts, auf jeden Fall. Und das ist auch, ja okay, das nervt natürlich ein bisschen. Gucken Sie mal, das haben die auch noch mit rausgefischt aus der Bucht. Das nervt, das tut mir leid, dass Sie das jetzt auch natürlich sehen, weil stellen Sie sich mal vor, ich packe die jetzt alle in so eine Waschtrommel und dann ist hier dieses Tier dabei, das versaut mir ja die Farbe. Ne, das ist, da muss ich mit dem Griechen aber nochmal reden, ne, weil dann geht ja dieses herrliche Orange, das geht ja flöten. Das ist wirklich, aber ist egal. Ne? Und, was halten Sie von der Idee? Jetzt habe ich Sie drei auch schon verloren, oder was? Finden Sie die Nummer zu hart? Wissen Sie was? Uns ist es doch scheißegal, was passiert. Wir glauben teilweise, Probleme ohne Lösungen zu beheben, weil sie uns nicht interessieren. Weil sie uns nicht betreffen. Insofern ist eigentlich meine Taschenidee noch mit das Menschlichste, was wir im Moment da draußen machen. Dankeschön. Ich gebe es offen zu, ich nutze diese Sendung ganz gerne auch, um mir selber einen Gefallen zu tun. Ich habe Sie gehört und ich habe mir gedacht, muss ich haben. Und wir haben anderthalb Jahrtausende gefühlt gebaggert, damit ihr hier hinkommt. Das aber vollkommen zu Recht. Hier kommt für Sie Fiverr und die Jazzrausch Big Band. Bitte rasten Sie komplett aus für Fiverr! Hallo. Wunderschön. Guten Abend. In dieser Zeit Lieder zu schreiben, die positiv sind, nicht so einfach. Das fällt sogar mir schwer. Denn alles, was mich eigentlich positiv stimmt, macht wen anders nur deprimierter. Und natürlich wird alles nicht einfacher. Ich weiß doch, es wird alles noch viel komplizierter. Die Welt ändert sich sekündlich und alles wirkt immer verwirrter. Und dann fliegen wieder Bomben und dann fallen wieder Schüsse. Am Volksfest tanzt ein Paar den letzten Tanz. Unsere Mannschaft hat gewonnen, nimm ein Bier mit aus der Küche. Geht's den Kindern gut und hast du auch so Angst? Und es mischen sich Gerüchte mit der Wahrheit und ich fürchte, dass ich viel nicht auseinanderhalten kann. Das Gefühl, das ich mir wünsche, es ging nichts mehr in die Brüche und die Hoffnung, nichts fängt mehr von vorne an. Das können wir doch anders, das können wir doch besser, das können wir einfach machen. Schaut aus euren Fenstern, die
Türen sind noch offen, um die Angst auszutreiben. Anstatt am Bildschirm kleben, zu Hause zu bleiben. Doch wenn du denkst, deinen Hass weiter aufzuschreiben, wäre es schön, deine Meinung jetzt herauszubegleiten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Als wäre es ein anderes Land, als gäb's hier nur Splitter und Scherben. Ich hab keine Angst vor Fremden, nur vor Menschen, die mir fremd werden. Und natürlich darf man alles denken. Bedenken sind wichtig, nur die muss man nicht immer teilen. Nur fürchte ich mich nicht, wovor sich viele fürchten. Ich fürchte mich davor, worüber sie sich freuen. Und natürlich wird alles nicht einfacher. Ich weiß doch, es wird alles noch viel komplizierter. Die Welt ist manchmal unberechenbar und alles wird immer verwirrter. Und dann fliegen wieder Bomben und dann fallen wieder Schüsse. Und der Sommer lässt sich dieses Jahr noch Zeit. Unsere Kita hat geschlossen, ob wer von einer Wohnung wüsste, die man sich leisten kann. Und glaubst du, dass alles bleibt? Ich weiß es nicht und natürlich wäre es auch mir lieber. Aus Kampfjets würden nach und nach Papierflieger, deren Botschaften in Buchstaben den Wahnsinn verfrachten, anstatt die boshafte Wut getippter Panikattacken. Das können wir doch anders, das können wir doch besser, das können wir einfach machen. Schaut aus euren Fenster, Türen sind noch offen, um die Angst auszutreiben. Anstatt am Bildschirm kleben, zu Hause zu bleiben. Doch wenn du denkst, deinen Hass weiter aufzuschreiben, wäre es schön, deine Meinung jetzt herauszubegleiten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Als wäre es ein anderes Land, als gäb's hier nur Splitter und Scherben. Ich hab keine Angst vor Fremden, nur vor Menschen, die mir fremd werden. Keine Sorge, ich fange nicht an zu singen. Nein, leider war das schon wieder das Ende unserer kleinen Sendung. Sie sehen, Kabarett ist bunt, Kabarett kann Spaß machen. Wer war heute mit dabei? Mit dabei war Christoph Sieber, Reinhard Grebe, Hazel Brugger, Michael Mittermeier und Pfeiffer und die Jazz Rausch Big Band. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kuffpuffs Happy Hour. Dankeschön und adieu.